Hier rechts war noch einer. Hol mal Minion. Los, Verkauf, also sollte. Ah, warte mal, ich hoffe schon. Wo sind die Fotzen? Ich hau da so ein Prizien, Alter. Ich will nur wissen, wo die sind. Soll ich eine Drohne raushauen? Oh, der kommt im Auto, im Auto, im Auto. Meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Vorab, wenn du mich noch nicht abonniert hast, Abos müssen schallern, wir müssen hoch, ganz nach oben. Abonnieren, liken vorab, zack, das sind zwei Klicks, mach's einmal klack, klack, ist fertig. So, heute stelle ich euch die Roboter vor, eine der besten Sturmgewehre zurzeit, wenn nicht die beste Sturmgewehrwaffe zurzeit im Call of Duty Warzone. Allerdings rede ich gerade nur von den Vanguard-Waffen. Ich finde, dass zurzeit die EM2 zurzeit immer noch eine der besten Waffen ist, finde ich persönlich. Aber ich will erstmal mehr auf die Vanguard-Waffen eingehen, weil ich denke, das interessiert die meisten, weil die sind als letztes ins Game reingekommen. Also, viel Spaß mit den Highlights der Roboter. Am Ende gibt es ein krasses Setup dazu. Mir hat sie sehr gefallen und ich hoffe euch auch. Ich hol den jetzt mit Roboter, Digga. Das ist meine Waffe, Mann. Sind die oben bei dir da? Digga, die sind überall, ich sag, wie ist das? Ja, aber oben. Als ob schon wieder so ein scheiß 50 ist, Arschloch. Alle Stellungsspiel, Jungs. Lass da mal. Lass. Ich kann nur noch stehen. Also, hier wird mir zu viel gechased hier, ey. Ja, mach alle kaputt. Ja, hab schon gesagt. Der Chase, ja, Arsch. Hoch da. Okay, gut. So. Chase hat gar keine hier. Ah, ich hab keine. Nice. Der gleich nach der Runde. Too many people, it's loaded. Ich muss auf den anderen gucken. Nicht mit mir, Junge! Ja, zwei Flashes waren so wichtig, Digga, geil. Was? Digga, ich bin in den Katzenkopf reingedrückt. Das ist doch echt, Digga. Eine Laubkatze. Das hat zu lange gedauert. Warum habe ich wieder eine Kilo, Mann? Ich hab doch gerade erst eingestellt. Ja, Junge. Warum snipen die denn schon wieder? Ich hab nur 10 Schuss, es gibt auch keinen Money, keine Muni im Spiel, Alter.
Du bist ja so ein Tod. Ich seh ihn. Klöten nennt man das eigentlich. Komm hier. Klöten auf Stahl. Ja, Digga. Beste? Komm, bitte. Komm. Ja! Wo ist mir jetzt? Ja, Ivi! Andere Leute, oh. Na gut, dann mach ich den Move auch jetzt, Alter. Oben drin, da drin. Ey, Digga, die Waffe ist so scheiße. Eine Platte. Sind dort. Ja, hab ich. Oh mein Gott. Push. Ist der weg vorne? Der Busch. Als ob hier keiner von der Hand hin. Hä? Ja! Ja! Nein! Schade! Ja, was hat er mich? Aua! Ja, Peggy, ich hab mein Lodo. Da oben auf dem Dach, wo man geht. Einer steht noch. Digga, bitte so, mach keine Faxen. Ja! Jetzt nicht dingsen, Alter. Erst pieken, wenn die kommen. Komm rechts. Alle. Rechts. Statue. Los, Digga. RIP. Rido. Vor mir, one hit, erst one hit. Das war so one hit, der ganz so ärgerlich sowas. Boah, Junge. Stop, I got stuck. Easy, Kakerlaken. Alter, andere Seite ja auf, Junge. Warum gucken alle zu uns? Blärt, ich lieg safe schon wieder hinter der Theke. Ja. Ah, die pushen. Lauf mal. Und dann in der. Zwei Stück. Ich hab alle geholt, Maggie! Nice. Ich soll nicht mit mir an, Digga. Versteht ihr das? Ihr Pisser, Digga. Hab ich alle gebombt, Junge. Komplettes Team ausgelöscht. Hier kommen wir auch schon zum Klassensetup der Roboter. Also für mich zurzeit wirklich die krankeste Sturmgewehrwaffe. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die STG hält auf jeden Fall mit. Ich würde aber sagen, die Roboter ist ein Ticken besser. Einfach nur vom Feeling her, weil die einfach, ich finde, mit der bist man eventuell ein bisschen wendiger. Vielleicht ist das aber auch nur Geschmackssache. So, ich zeige euch mal, wie ich die Roboter spiele. Und zwar zocke ich die Roboter mit dem MX-Schalldämpfer, so wie immer. Lauf zocke ich den Anastasia-Scharfschützenlauf. Visier zocke ich das drittletzte Visier. Scharf zocke ich Anastasia gepolstert. Extra zocke ich fester Griff. Extra 2 voll geladen. Den Griff zocke ich den Polymergriff. Magazin zocke ich den Sakura 75 Schuss Magazin. Wenn euch 50 Schuss reichen sollten, dann würde ich vielleicht den 50 Schuss zocken, aber dann ist die Rückschusskontrolle nicht so gut wie beim 75 Schuss Magazin, was auf Caldera natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Meiner Voice Track gerade. Munition verlängert und als letztes den Unterlauf, den auch den letzten. Und dann kann ich nur empfehlen, diese Tarnung, wenn ihr die habt, sieht zu sexy aus. Sieht richtig, richtig sexy aus. Dieses Ding hier, Digga. Boah. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.